So, hallo meine Lieben. Ja, das Video hat genau so geendet und geht genau so weiter. Das ist noch der Karton bis jetzt. Ihr seht, es ist noch nicht viel draußen. Also viel Wert ist schon draußen. Mega krass. Ich muss mir das im Kopf alles mal so ein bisschen zusammenrechnen, was ich denke, was es kostet. Aber das übersteigt bestimmt 400-500 € ohne Scheiß. Okay. Dann habe ich jetzt hier mal so ein Stäpelchen rausgeholt. Und zwar haben wir hier ein rosa Satteurband. Supidupi kann man auch immer gebrauchen. Die sind so schön. Halbperlen in einem Lila changierend. Oh, die sind auch so schön. Ah, die sind so schön. Herzsticker. Und davon noch mehr. Guckt euch das an, wie schön die sind. Ah, das war der gleiche. Und nochmal. Und nochmal die Halbperlen. Ach je, wie cool. Und es ist auch so schön, dass manches doppelt und dreifach drin ist, weil das ist mega. Weil ich es gerade sehe, doppelt und dreifach, ja. Drei von diesen rosanen Bändern. Ich finde das Rosa schön. Ich finde es echt toll. Also Rosa ist auch mittlerweile so eine universelle Farbe, finde ich. So. Jetzt habe ich hier mal gerade so ein paar Tütchen. Hier haben wir irgendwas. Sieht aus wie so ein Faltding. Ach, wie süß. Ach, wie goldig. Gehört sich das so? Oh nein, ich will es nicht kaputt machen. Oder ist es? Ich kapiere es nicht. Egal. Fummel ich dann mal auseinander und guck's mir mal an. Wenn ich einen Stern rausmache, dann verbiegt es und geht kaputt. Hier haben wir Perlen. Mega cool. Die sind anthrazitdurchsichtig. Perlenengel, hallo. Dann haben wir Dekosteinchen in Rot. Die brauche ich jetzt nicht. Damit ich dekoriere nicht. Aber vielleicht jemand anderes. Dekosteinchen in Aquamarin. Das soll ein Blau sein. Ja, kommt hin. Brauche ich auch nicht. Perlen in Braun. Total schön, da sogar unten ein Herz bei. Sehr toll. Ah, die sind schön. Die sind richtig schön. Holzblümchen. Ach, mega krass. Die haben auch eine wunderschöne Farbe. Perlchen. Ach, die Perlchen. Die sind so schön. Dann haben wir hier. Es steht nicht drauf, was es ist. Ah, doch, natürlich. Ah, Silke, du wolltest doch so Dinger haben, oder? Kriegst du, kannst du haben. Das sind hier das lange Ding. Also für Weihnachtskränze. Das lange Ding steckt man in den Kranz und auf das kleine Ding kommt eine Kerze. Silke, hier für dich, wenn du haben magst, ne? Ansonsten jemand anderes. Ich habe keinen Weihnachtskranz, deswegen benutze ich das nicht. So, jetzt habe ich noch mal Sachen rausgekramt. Hier haben wir noch Dekosteine in Groß und in Blau. Die kommen auch weg. Ein Stickerbogen von Niche. Nicht Nike, Niche, mein meins Ei. Ach hier, mein meins Ei. Ja, richtig, richtig, richtig cool. Glitzer mit verschiedenen Sprüchen. Was steht da? Miss you. Ne, me and you. Schön. Fein. Ah, hier haben wir von den Philly Style Stickern. Die sind auch cool.
Da dachte ich erst immer, das sind Nagelsticker. Ah, fünfmal die gleichen. Dachte ich immer, das wären Nagelsticker, aber die sind für die Nägel doch zu groß. Philly-Style. Aber die sind zum Beispiel gut für Harz. So als im Hintergrund, als Effekt. Blumen in dunkellila. Kennt man jetzt nicht so, aber ist dunkellila. Oh Gott, hier ist nochmal mein Mind's Eye. Und zwar ist das hier so ein ganzes Kartenset. Oh wow, das sind so quasi Project Life Karten. Und hier hat man noch ein paar Tannenbäumche. Ich muss das auch mal kurz aufmachen, weil es mich total interessiert. Und schließlich ist es ja auch mein Video. Vielleicht interessiert es ja auch den einen oder anderen. 25, Merry Christmas. Ein Haus, Face. Ja, es sind, hier haben wir noch ein paar Bäumchen. Noel und Häuser. Nee, Noel und nix. Das und Häuser. Happy New Year. Sterne. Merry Christmas. Oh, oh, oh. Ach, wie schön. Schade, dass es Weihnachten ist. Ja, was heißt schade, um Gottes Willen? Aber da hat man dieses Jahr schnell Weihnachtskarten gebastelt. Einfach drauf Pappe auf eine Kartenrolling und hat man fetch. Mehr gibt es nicht. Für die bucklige Verwandtschaft. Ja, man kann froh sein, dass man Verwandtschaft hat, ich weiß. Aber dennoch, Weihnachten ist oft so ein Fest. Weiß nicht, man sieht sich das ganze runde Jahr nicht und an Weihnachten sitzt man zusammen und frisst den Hirsch oder Gans oder was weiß ich. Und ach, alles ist so lustig, alles ist so schön. Und dann wird sich wieder drüber unterhalten, wer was denn geschafft hat, wie toll doch die anderen alle sind und wie scheiße man doch selbst ist. Und hast du schon gehört, der und der hat das und das. Und man selbst sitzt da als kleines Häufchen Elend und denkt mir nur, boah, ihr geht mir so auf den Sack. Aber naja, man lächelt ja dann und nickt, weil es ist ja Weihnachten, das Fest der Liebe. Bla bla bla. So, okay. Orange Perlen. Gelbe Perlen. Oh, geil. Perlen. So schön. Ich liebe die Perlen von Dieter. So, ein Schleifenband. Hellblau gepunktet. Wunderschön. Das ist auch bestimmt voll viel drauf. 25 Meter. Richtig schön. Oh nein! Oh nein! Schaut mal! 3 Stück davon! Oh, umso schade, umso trauriger ist es, dass es doch Weihnachten ist. Aber wunderschön! Oh Mann, wie genial! Oh Gott! Und hier haben wir nochmal meins Eisstempel, nicht Stempel. Hier, wie heißt es? Foamstickers. Baby. Und hier nochmal der gleiche von vorhin. Hier ist er. Nochmal der gleiche. Und nochmal. Und hier ist noch ein anderer Foamsticker. Och, ist das wahnsinnig. Krass. Und hier habe ich nochmal so ein Paket. Und das sind... Ah, Herzen mit kleinem Klemmerchen. Herzklemmerchen. Ich lasse die aber jetzt auch zu. Von den Farben dürften die genauso sein. Ja, ich glaube schon. Von den Farben genauso wie die Holzteile. Dann haben wir... Hier ist nochmal so ein komisches Ding. Vielleicht muss ich die aneinander... Ein Stern. Muss ich mich mit beschäftigen. Wo habe ich jetzt den anderen hingetan? Oh nein, er ist weg. Ja, ich werde ihn gleich, denke ich, mal wiederfinden.
Hä, den habe ich doch. Da ist er. Ja, hier wird es knapp. Hier wird es knapp vom Platz. Hier haben wir eine Box vom Weltbild. 5 Euro. Und dann hat sie mal 4 Euro gekostet. Eine Box mit Holzsachen für Weihnachten. Vielleicht sofort schon für den Weihnachtskranz. Sterne, große Tannenzapfen, kleine Tannenzapfen. Süß. Kommen aber, bleiben aber nicht bei mir. Oh nein. Hier ist nochmal ein Pack von My Mind's Eye. Hier haben wir nochmal Deko. Grüne Dekosteine. Die kommen auch wieder weg. Aber wenn ihr es... Ich mache mal gerade einen extra Karton für die Sachen. Moment. So, da mal einen Karton gemacht, damit ich nicht immer alles hinwerfe und ihr das Platschen hört. Deswegen. Ja. Oh. Und hier ist mir noch was entgegengefallen. Und zwar ein Stempel Handmade by. Och, ist das cool. Ach, jemine. Und hier, ich ahne Schlimmes, ist ein ganzer Karton, viel Glück. Und er hatte mal diese kleinen Säckchen verkauft, wo hier diese kleinen Männelchen drin sind. Und ich glaube, es ist ein ganzer Karton voller diesen Säckchen. Ihr kennt's, es gibt's bei Teddy für 1 Euro und mehr. Und da hat man dann hier lauter, ach, guckt euch das mal an, hier die Säckchen. Und da hat man dann hier das Ding drin. Boah, ist das nicht genial. Ah, oh, genial. Der hat ein Kleeblatt. Oh mein Gott. Ja, der hat ein Kleeblatt. Der hier hatte ja einen Fliegenpilz. Ach, ich zeig's euch. Ach, egal. So viel Zeit muss sein. Der hat eine Flasche. Oh mein Gott. Ja, da kommen auch ein paar in Ü-Post natürlich. Und auch Weihnachten verschenke ich da vom Welt. Und Ding. Super, brauche ich mich um meine Weihnachtsgeschenke dieses Jahr schon mal nicht zu sorgen. Denn, ja, Weihnachten kann kommen. Weihnachten kann kommen. Dumm, die dumm, die dumm. Ach, komm. Ich will hier die Schnüre gerne schön wieder einpacken. Ich will hier die Säckchen natürlich nicht kaputt machen. Kaputte Weihnachtsgeschenke möchte ich auch nicht verschicken. Also, Dieter, krass. Also, du hast mein Weihnachten gerettet. Weihnachten hängt mir nämlich immer zum Hals raus und ich weiß dann sowieso nicht, was ich schicke. Was ich verschenke, genau. Boah, übel, ich bin geplättet, hoch 10, gell? Hier haben wir Ausstechförmchen. Oh nein, es sind Muffins. Genial, da fällt mir auch einer ein, der die haben möchte. Stimmt, aber ich glaube, die landen einfach mal so in irgendeine Post. Aber trotzdem, liebe Knuddelzombie, wenn du das siehst, du darfst sie gerne haben, vielleicht gegen was Kleines anderes von dir oder, werden wir uns bestimmt einig. Wenn nicht, dann, ja, dann kriegt sie mal jemand anderes einfach so in die Post. Dann haben wir hier nochmal Perlen, und zwar das sind blaue, und dann haben die aber diese Gold-Crackle-Dinger, Gold, diese, ja, ihr seht's, diese schönen Streifen drauf. Und hier haben wir nochmal solche. Ach, toll. Super, also ich bin eigentlich kein Acrylperlen-Fan, aber diese Acrylperlen, die haben echt eine gute Qualität. Die sehen auch überhaupt nicht billig aus. Oh, Leute, noch die Hälfte ist noch im Karton, ne? Also ich zeig's euch mal gerade Zwischenbericht. So viel ist noch drin. Und wie gesagt, es geht ja auch noch tief runter. Da, also, ich krieg noch die ganze Hand locker rein bis zum Boden. Und da sehe ich schon mal, meins Ei ist wieder was. Und das ist schon alles, was bis jetzt da raus ist. Und hier im Karton. Oh. Übel, 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 dübel.
Wir machen trotzdem geschwind weiter. Hier haben wir noch eine Dekorolle und die ist ja so genial, Halloween. Ich habe ein paar Standschablonen mit Halloween und was habe ich sonst noch Halloween-mäßig? Ein paar Nagelsticker, aber ich habe fast gar nichts so Halloween-mäßiges. Und das ist ja jetzt so genial, da kann man ja auch einzeln ausschneiden. Kürbis, Fledermaus, hier eine Riesenhexe, da ist eine Katze und ein Hexenkopf. Mega, mega cool. Ultra. 15 Meter. Ach, ist das toll. Da freue ich mich riesig. Oh Mann. Und wenn ihr wüsstet, wie sehr ich noch von gestern erfreut bin, ich muss es euch sagen, aber es kommt auch bald ein Video. Ich habe bei jemandem, Bekannten, sehr Bekannten bei YouTube, also hier ist es ja eigentlich jetzt ein Video für den lieben Dieter, aber ich platz sonst. Ich habe gestern bei 9999 Dinge die Nintendo Switch mit 2 Labo-Spielen gewonnen. Ein Wert von über 400 Euro. Oh Mann, und das muss ich erstmal setzen. Ich bin so außer mir. Das ist krass. Und dann erstmal sowas Krasses und dann kommt noch hier so ein krasses Paket. Das ist der Hammer. Das ist so übel. Ja, hier haben wir noch einen Stern. Es ist einfach, ich kann es nicht verdauen. In den letzten 2 Monaten ist mein Leben so krass positiv verändert worden. Ich habe wieder Arbeit, ich bin am Abnehmen. Natürlich hatte ich auch schlimme Zeiten. Mein Harald ist zum Beispiel tot, mein Vincent ist tot. Ja, Kleinigkeiten, die einmal zurückwerfen. Aber dennoch, es läuft. Ich bin zurück im Leben, würde ich mal sagen. Und ja, das hier ist auch ultra geil, denn ich mache auch dieses Jahr sehr wahrscheinlich wieder 1-2 Leuten einen Adventskalender, also aus meinem bekannten Familien-Freundekreis. Und da haben wir ein Adventskalender-Bastelset. Mega, mega, mega cool. Ja, da hat man dann die ganzen Steckverbindungen und Zahlensticker. Ist das nicht mega cool? Richtig cool. Und falls ich nicht den Adventskalender basteln, habe ich trotzdem 24 kleine Päckchen. Ha. Mega cool. Doch, das kommt zum Einsatz. Oh, genial. Genial. So, hier haben wir wieder was mit meinem Mind's Eye. Oh, diese wunderschönen. Sind Sticker oder sind es Brads? Es sind Brads. Guckt euch das an. Oh mein Gott. Ich bin so geplättet. Das ist so übel. Ich kann das gar nicht verkraften. Ich habe mir sogar schon auf den Zettel aufgeschrieben, was ich in der letzten Zeit alles erlebt habe, weil ich kann es echt nicht verkraften. Das ist, boah. Ich habe mein E-Mail-Postfach aufgemacht und habe nur gelesen, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Da dachte ich mir schon, oh krass, was ist denn jetzt? Und dann klicke ich drauf und dann lese ich, du hast gewonnen. Und boah, mein Herz, also die Welt, die blieb, oder die Zeit, die blieb irgendwie für ein paar Sekunden stehen. Mein Herz, es hat so weh getan vor Klopfen. Ich habe so krass heulen müssen, richtig heulen, wie ein Schloss. Und ah, übel, übel. Hier geht's weiter. My Mind's Eye. Oh, cool. Die haben hier so Ansteckpinnädelchen für. Hier steht Ho, Ho, Ho. Ansteckpinnädelchen für ans Revers. Für Kleidung. Mega cool. Gigantisch. Mega krass. Oh Gott. Hier ist noch viel mehr My Mind's Eye. Hier haben wir Sticker. Sticker. Einmal Deo, sind die schön. Schaut euch das an. Oh, krass. Was ist das? Ein übles Paket. Hier nochmal aus der Plush-Serie Stickers. Das ist so Roségold. Oh Mann. Was ist das schön? Ja, diese My Mind-Serie, die Plush-Serie, die finde ich ultra schön. Das war auch einer der Serien, mit denen ich geliebäugelt habe, aber es dann doch sein gelassen habe. Hier haben wir nochmal diese Die Cuts. Oh, krass, Mann, krass.
So, dann haben wir hier, oh nein, cool, Halloween. Pretz von My Mind's Eye mit Halloween. Trick or Treat, stimmt, die hatten so ein Halloween-Set, hatten sie auch. Also My Mind's Eye hatte Halloween-Sachen. Und die hat der Dieter auch als Paket angeboten, aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hatte ich kein Geld oder wie das war. Auf jeden Fall habe ich die nicht kaufen können. Und genial, jetzt habe ich sie. Ah, genial. So, liebe Leute, ich mache jetzt noch mal kurz einen Break und dann geht's weiter mit dem dritten Teil, weil, ja, 20 Minuten Videos finde ich persönlich immer schöner und es ist mit dem Schneiden, ich habe kein Schneideprogramm, bla bla bla, ihr kennt die Geschichte. Also bis zum dritten Teil, bis gleich, tüdelü.